Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot und Blau Souling Challenge. Ja, mit mir und dem guten Adamantius. Zug ist abgefahren. Hast du halt keinen Bock mehr. Ist in Ordnung, dann mache ich die Story halt alleine, ist kein Problem. So, ich gehe jetzt also straight in den Turm. Du gehst straight in den Turm, okay, also wir sind in Lavandia und gehen jetzt straight in den Turm. Adam ist natürlich wieder ein dicker Patzer passiert, offscreen. Hä? Willst du nicht darüber reden? Achso, doch, ja, irgendwie war mein Spielstand corrupted, sodass ich eine ganze Ecke nachspielen musste. Deswegen kann das sein, dass so einige Dinge vielleicht anders sind, aber im Großen und Ganzen ist es gleich geblieben. Und dann noch natürlich noch im Arena letztes Mal unsere ersten Verluste. Können wir eigentlich nicht noch ein Pokémon fangen? Arena. Doch klar, ja. Wollte ich sagen. Und zwar Oxygen ist ein Opfer von Giflors Crit per Blättertanz geworden. Ja, und damit auch Titan. So. Also ich bin noch keinem Pokémon begegnet, das ist gruselig. Das Traurige ist ja, als ich das nachgespielt habe, bin ich locker durchgekommen. Ich überlege gerade, ob ich ihn Schutt... Als ich das nachgespielt habe, bin ich locker durchgekommen. Ja, ist Pech. So. Aber das Problem ist, was mir gerade einfällt, ich habe ja, ich überlege, ob ich einen Schutz aktiviere und das Knogger als Encounter nehme. Nö, ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich immer gerne überraschen. So. Ja, ist ja gut. Du lässt dich Nebulak mit Nachtnebel. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Erdbeben! Aber die... genau. Beb sie weg. Aber okay, Alter, das reicht sogar, ey. Natürlich reicht das. Reicht sogar eine Konfusion. Das Schöne ist ja, dass ja hier es noch keine Schwebe gab. Das heißt, alle Nebulax Alpollos sind. Ja, keine Schwebe. Tschüss. Aber hat denn Gengar oder so eine andere Fähigkeit? Nö, alle, wie gesagt, hier gab es ja noch nicht die besonderen Fähigkeiten, ne? Nein, aber später auch. Die haben doch auch irgendeine andere Fähigkeit. Ne, die haben nur Schwebe. Gengar hat aber als Mega-Gengar Wegsperre. Ah, Glück gehabt, durch die Verwirrung gekommen. Erdbeben! Wäre das Nebulak nicht schneller, das wäre ja schon mal was Schönes. Ja, aber ich werde jetzt nicht mit Fina hier eins Alter, machen. Alter, der bräuchte nur zweimal Nachtnebel und Ashara wäre weg. Sehe ich gerade, genau die Hälfte abgezogen. Oh, da oben ist noch eine Exorzistin, die hole ich mir. Wenn ich kein Pokémon habe. Was mache ich hier? Keine Ahnung. Ah, Encounter. Ich hätte mir Tränke kaufen sollen. Ich hab das ist ein Dupes, kenne ich nicht das Pokémon, ist mir unbekannt. Smetbo. Ah. Nebulak, ich bin überrascht. Wie kommt nur ein Nebulak hierher? Wild oder nee. Was? Trainer. Aber wie gesagt, ich hätte mir echt Tränke kaufen sollen, ey, das ist ein bisschen kritisch. Wie hast du keine? Doch, mehr? Ich hatte jetzt gerade noch 10 Stück, aber wenn jetzt jedes Nebulak ist schneller als Ashara und macht jetzt mal Nachtnebel und daher. Ja, gut. Oh, hier oben liegt auch ein Item. Ich hätte jetzt auch mal. Cool, ich hätte jetzt auch mal gerne ein Pokémon, aber es will bei mir gerade nicht kommen. Nee, bei mir war ja auch nur ein Smetbo. Also ich hoffe ja, dass ich noch einen. Also wenn ich wieder auf Smetbo treffe, bin ich am Überlegen. Das ist zwar Dupes, aber das ist mir sowas von egal, das hole ich mir trotzdem. Evoli. Ich habe einfach das Evoli. Ja. Glückwunsch. Das ist eigentlich mega gut für dich gerade, ne? Dann kannst du dir einen Blitzer oder noch einen Samana machen, wenn du Bock hast. Ach, hör auf mit... Okay. Welches 23. Okay. Naja, wenn jetzt bei mir nichts anderes als Smetbo kommt, bin ich überlegen, das Knogger umzunehmen. Mhm. Ist ja schön, dass mein Dings erstmal natürlich wieder mal geben geht. Bang! Willst du Ashara trainieren? Ich bin doch gerade dabei, es zu trainieren. Ja, aber ich habe hier gerade einen Porenta. Ein Porenta? Da hätte ich ein Pokémon mit Zerschneider. Und Fliegen. Ashara ist auch mit Dings verlinkt.
Ja, aber du willst ja wahrscheinlich das Evoli Richtig. mitnehmen. Ach so, ach so. Verstehst du? Dann können wir das nämlich austauschen. Dann brauche ich nämlich das. Ich trainiere zwar Taubsi, also Tauboga, total gerne. Aber das wäre halt Schwachsinn, wenn ich zwei Flug-Pokémon dabei habe, weißt du? Deswegen, also das war jetzt so mein Gedanke dabei. Nee, dann lasse ich Evoli vor Bank. Aber ich glaube, das. Weil, es wäre jetzt halt nur so mein Gedanke dabei, weil ich glaube, das wäre dann sinnvoller. Aber ich hätte dann auch endlich ein Pokémon mit Zerschneider. Was willst du denn? Ist halt die andere Sache. Im Endeffekt ist es mir egal. Wenn du, also ich hätte damit kein Problem, wenn du das Evoli und mitnimmst. Ich würde das Porenta mitnehmen. Ich habe damit kein Problem. Ich trainiere das auch. Weil Porenta ist kein schlechtes Basis-Pokémon. Ne? So, Evoli ist Aber drin. da müssen. Nur die Sache ist, wir müssten halt gucken, inwieweit sich das Ich packe Evoli erstmal auf die Box. wirklich dann So, ich lohnt, fahre ne? vor Evoli erstmal auf die Box. Ich hab's ja. Ja gut, bei mir kommt jetzt erstmal ins Inventar, Ja, ne? bei mir auch, Ins aber Team. ich pack's auf Ich die hab Box Platz. dann. Ich nehme es einfach weiter aufs. Wir können das ja hinterher Ja. immer noch So, gib entscheiden. mir erstmal einen Namen. Aber ich muss es ja auch erstmal fangen, Gib mir ne? erstmal einen Namen. Ist gerade nicht so Name! leicht. Ach so, du willst es zum Blitzer machen, Mhm. wenn dann? Tor. Tor. So. Oh, ey, Porenta bleibt drin. Ey, das will nicht drin bleiben. Hab ich nicht. Oh, jetzt ist es wieder aufgewacht, ne? Ich kann es nicht groß schwächen. Ich habe keinen Wickel mehr. Ein Hyperball? Hyperball los. So, erstmal einen Superschutz reinschmeißen. Au. Dum, 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 Wenigstens trifft Schlafpuder hier immer noch dum. öfter. Alter, warum bleibt endlich drin? Also wenn das so weitergeht, kriegst du kein Evoli. Vor allem, weil das immer wieder aufwacht, weißt du? Jetzt muss ich mich erstmal heilen mit Weichei, sonst kriege ich ein Problem. Och nö. So, Item. Fang doch nicht mit Was Kung-Fu denn? Strahl hier an. Aber Shara denkt sich so, hier, gibt's nicht. Oh, ey, Porenta bleibt doch endlich drin. So ein Pokémon, das ich gerade nicht fangen lassen will. Ich weiß aber nicht, womit ich es noch groß Hat aber eine schwächen hohe soll. Fangrate auch. Eine niedrige. Ja. Ja. Zeig mal, was habe ich denn hier noch? Obwohl, Ifrit ist recht Oh, stark im Weltwunder. Angriff. Ashara lernt mal eine Wasserattacke. Schnapper! Dun, 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 dun. Mit all den Attacken kann ich es nicht wirklich fangen. Und Schwächen irgendwie. Oh, jetzt habe ich Ifrit reingeschickt, egal. Der kann immer noch eine Tackle. Aber das ist vom Level so ein großer Unterschied. Es wäre risikoreich, wenn ich es nochmal angreife. Wenn ich es Evoli hab, dann habe ich's. Wenn es nicht, dann ist das halt so. Ich habe ja schon ein Evoli. Ich versuche es nochmal zu schwächen, ich glaube, sonst kriege ich es einfach nicht gefangen. Ne, besiegt. Okay, dann lasse ich nachher Tor erstmal frei. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hätte es dir gegönnt, aber es wollte nicht drin bleiben und ich musste es irgendwie weiter schwächen. Ach, ich habe ja schon Evoli, von daher. Nee, mich ärgert. Und. Nee. Den Encounter hätte ich lieber Welchen gehabt. denn? Wäre wahrscheinlich auch leichter zum Fangen gewesen. Oh wei. Frechheit. Schara fegt sich hier so durch, ey. So, Pokémon-Turm habe ich versaut. Den, den, den. Muss mich nur daran erinnern, gleich, wenn wir aus dem Turm wieder raus sind, dass ich die Tore noch freilasse. Dann, dann, Tut mir leid. dann. Das ist mega ärgerlich. Das ist mega ärgerlich. Wir müssen mal im Süden gucken. Holen wir uns. Wir wollen ja. Wir haben ja gesagt, die Relaxos fangen wir nicht. Nö, also ich bin nicht so, ich muss sagen, ich bin so in so Challenges bin ich nicht so der feste Pokémon-Freund, wenn die feststehen. Ja, dann lasst uns aber sagen, wir holen uns erst die Superangel, dann lohnt sich das mit dem Jo. Angeln auch mal. Mit Prismania City können wir dann auch noch angeln gehen und dann passt das. Und Orania City hab ich ja auch noch einen Encounter frei.
Ui, das heißt Angelsession, wenn ich die super Angel habe. Badam, bam, 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 bam. Du klingst ja mega begeistert. Ja, Nebula knefft mit seinem Konfusstrahl. Schwert dir immer noch im Kopf rum, was du aufnehmen sollst für 20 Uhr? Nö, ich nehme jetzt Life in the Woods nachher einfach frech auf. Oh, ganz frech heute. Bist heute der freche. Aber ich mag Ashara. Die wurde jetzt schon dreimal verwirrt von Nebulak und hat dem dann einfach den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Ich hätte ja auch einen Duflo haben können. Zum Glück habe ich einen Super. Ja, Spiel. Zum Glück ich Superschutz. Hau mir noch einer rein. Also, ich kriege da einen Porenta vorgesetzt, dass sich nicht fangen lässt. Das ist Alter, diese Pokémon-Vielfalt hier, ja? Ey, ich bin begeistert. Ich muss mir auch gleich einmal einen Schutz reinschmeißen, ey. Erdbeben! Warum ist Fina jetzt am. Da, zack, besiegt. Da, da, da. Achso, für die Leute, die sich wundern, was da links am Rahmenrand ist, die Pokémon in Grau. Da kommen jetzt immer die Pokémon hin, die wir verloren haben. Als kleine Andenken. Ja. Bisher haben wir ja Glück und es sind zum Glück nicht so viele. Ach ja, hier ist halt das Feld der Totenschwester Joy. Jetzt gibt's so ein Pokémon-Mythos. Yes! Yes! Weißt du, was ich gefunden habe? Ich habe einen freien Fang frei. Meisterball? Ja. Oh, jetzt wird's übel hier. Ich habe Meisterball. Oh, bitte, Ashara, zeig dir den Mittelfinger. Das ist ein Apollo, da habe ich ein bisschen Angst vor. Benimm dich, wir sind hier immer noch im Nametal. Ja, aber das, ne? Da hockt ein Apollo vor mir. Ey. Ashara, bitte. Ja, komm. Ich wollte ja immer noch nachgeguckt haben, wann Stern du jetzt Attacken lernst, damit ich es entwickeln kann. Ja, toll. Ich darf Ashara warten, bis es 50 wird. Außer ich finde vorher schon Eisstrahl, dann lasse ich es vorher entwickeln. Ja, das Problem bei mir ist, mein Selfie kann kein Eisstrahl lernen. Also zumindest nicht die TM, die ich bekommen habe, dass er das mega sauber wäre. Ich finde es halt mega lustig, dass Ina als einzige das Zombies! Die Frau zieht Zombies. Was? Ach so, die. Zombies! Die Alte da oben. Ja, die Exorzistinnen sind immer. Schreit die mich erstmal an, ey. Zombies! Nein, nicht paralysiert sein. Gut. Ich liebe dieses Feld hier oben, ne? Ach, ja. Nach jedem Kampf erstmal raufläten. So weit bin ich aber noch. Bin noch, glaube ich, eine Etage tiefer. Das Porenta hat mich so lange aufgehalten. Tut mir leid. Dam, dam, da, 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 da. Aber das Training tut ganz schön gut hier, ey. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Du hast einen Nebula. Über den Griff. Vor allem haben die alle neue Pokémon, ne? Also ich krieg hier gerade ein Tränke und so. Komm jetzt, wo du die ganzen Mutscheine bekommen hast, habe ich wenigstens einmal Glück mit dem Meisterball. Buhuhu! Was denn? Ist doch sagte wahr. Die hier? Kann ich doch nichts für, wenn die das hier sagen. Was hat Apollo für einen komischen, für einen komischen Sound, ey? Ja, die haben alle sehr komische Sound. Also, aus dem All ist oder so. Apollo aus dem All. Ich habe mir ja vorhin links mal angeguckt, ne? Hier, die kuriosesten Pokédex-Einträge von Lennificate, ne? Und da habe ich dann auch den über Gengar gelesen und ich dachte so, wow. Es wartet darauf. Sowas schon. Von wegen, es wartet in den Bergen darauf, den Leuten ihr Leben zu rauben. Okay. Erstmal voll das Mega-Mörder-Pokémon hier. So, bin ich hier schon bei der. Gruselig. Nee. Hallo, alte Frau. Ich brauche Blut. Ach du Schande. Kein Entkommen. Die erste mit drei Nebulas. Ja, ich bin ja schon froh, dass die. Also, was heißt froh? Eigentlich finde ich es schade, dass die alle nur ein Pokémon haben. Also, für Ashara ist das ganz gut. Wenn die alle Nachtnebel einsetzen, habe ich Probleme gefallen. Ja, gut. Ashara trainiert hier richtig gut gerade. Ja, gut. Ich habe jetzt gerade Selfie vorne. Bei mir sind ja alle jetzt gerade auf dem Weg, auf Level 30 zu kommen. Ich glaube, jetzt muss ich. Ja, gut gemacht. Selfie. Nein, die Paralyse hat zugeschlagen. So.
verwirrt. Ah, nicht mehr verwirrt, schon mal gut. Brauche ich nur durch die Paralyse. Da, 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 da. Und. Oh, kein Level up für Selfie. Schade. Jetzt haben sie alle keinen Bock mehr auf Nachtnebel. Schlecken alle nur noch. Wie, die haben alle keinen Bock mehr. Die schlecken wir jetzt alle nur noch. Oh. Da, 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 da. Ich finde hier die Range sehr komisch, wie die, also welche Range die Trainer teilweise haben. Du musst manchmal so nah auf die zugehen, bis die erst dich angreifen. Nein! Mein Schutz wirkt nicht mehr. Gibt's nicht. Ich habe einen Top-Schutz reingeschmissen, der sollte eigentlich noch reichen. Ich habe 20 Superschütze, aber trotzdem. Ich hatte ja irgendwann mal einen Top-Schutz gefunden. Oh! Ist das ein Zeichen? Soll ich jetzt schon Ashara entwickeln? Will ich aber nicht. Ich habe einen Wasserstein gefunden. Da fällt mir gerade, ich habe auch einen Wasserstein gefunden. Das ist ein Zeichen für Selfie. Ja, ich lasse es jetzt mal noch. Ich glaube, ich muss aussehen. Wie gehst du in jeder Aufnahme? Die Leute denken schon, du bist gelangweilt wie sonst was oder so. Nee, ich bin seit 5 auf, das ist alles. Leute, sagt ihm das mal. Trink mehr Kaffee oder so ein Kram. Nein, das hilft jetzt um die Uhrzeit auch nicht mehr. Wo wir so, aufnehmen. Erdbeben. Der Sound von Steinhagel ist merkwürdig. Nee, das ist nicht, der ist irgendwie so ganz komisch. Aus welcher Generation war das nun mal, wo der Steinhagel sich so komisch anhört, als wenn du da irgendwie Kieselsteine drauf hörst? Vierte? Nee, dritte, glaube ich. Dritte war das, glaube ich. Zweite oder dritte, irgendwie so. Weil die zweite ist, glaube ich, von den Sounds noch relativ ähnlich wie die erste. Also ich glaub, guck mal, ich verschaffe diese etwas Aufholzeit. Weil ich nach jedem Kampf jetzt auf das Feld laufe, selbst wenn ich hier oben bin. Weil ich immer wieder paralysiert werde. Ja, ich bin ja hier gerade auf der Etage mit dem Feld, alle wegzuhauen. Ja, ich bin ja auch schon eine über. Ja, ich bin eher das Problem mit der Verwirrung. So. Da, da, da. Verstecktes Item? Nö. Da, 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 da. Und Verwirrung, yay. Buhu, schon wieder die nächste Buhu. Und der Nachtnebel. Immer so viele Buhuhuhus hier. Noch ein Nebulak. Ich bin begeistert. Diese Artenvielfalt hier. Es zieht mir die Schuhe aus. Ich habe gerade ein bisschen Sorgen gleich vor dem Knogger, ey. Muss ich mir gleich was einfallen lassen. Ich hatte gerade mega Glück, dass das Nebulak getrollt hat. Ja, sonst hätte das mein, hätte das Selfie besiegt. Eieiei. Ja. Weil ich mich zum zweiten Mal selbst verletzt habe, wodurch ich dann unter die 24 KP gefallen bin, weil das Nebulak 24 Level 24 Alter! Dann ja 24 ernsthaft? Schaden. Schon wieder Wasserstein. Was habe ich mir ganz Wasserstein? Weiß ich nicht. Gegen Knogger setz ich mal lieber Sushi Verisa ein. Ich find's aber noch lustig. Ich habe einen Wasserstein gefunden und einen Meisterball. Da, da, da. Oh, Geld. Verschwindet, Eindringlinge! Nein. Geist taucht auf. Und wenn man so ein klares... Nein. Ein wildes Knogger. Aber das kannst du doch gar nicht fangen, oder? Ich meinte auch, das kann man fangen. Also weiß ich was... Ich bin mir dabei jetzt nicht... Aber dir was konntest du das nicht fangen? Irgendwie entweder weit es aus oder wehrt es ab? Weil das ja ein Geist ist. Nee, das war, glaube ich, als es, solange es das halt als Geist ist, aber wenn du, das, halt als Knogger identifizierst, kannst du es, glaube ich, wie fangen. Wie warst du, als wenn du es nicht, dass du es nicht fangen kannst? Ich meine, in der ersten Gen war das noch so, aber ich will jetzt auch nicht irgendwas, vielleicht war es auch anders, korrigiert mich, also. Dam, da, 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 dam. So, Knogger besiegt, war ja doch ganz einfach. Ich bin jetzt bei der Bluttante. Dum, 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 dum. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie sind das Jenseits eingekehrt. Da, dum, Ruhe in Frieden, Knogger. Bis dein... Ja, dieser Sound von Steinhagel, der macht mich fertig. Ach, hier oben sind ja noch die Typen, sag das doch. Hallo! Hier ist auch die Team Rocket, ist doch noch hier. Wusstest du das etwa nicht? Nee, das habe ich ganz verplant. Unglaublich. Wollte gerade sagen, Knogger, Ruhe im Frieden, bis dein Kind ankommt und dir den Schädel abreißt.
um ihn aufzusetzen. Ja, das finde ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Vor allem, weil das Dragosse ja bei Mr. Fuji wohnt. So. Schnapper ist komisch. Sehr schön. Ach, das ist eine Wickelattacke, nur aus Wasser. Ah. Genau. Das sieht aus. Kann Mushastil. Erstmal so eine Zerschneider-Animation und dann eine Wickel-Animation. Nochmal Geld. Oh nein. Ja, genau. Ich hab dich bald geh noch lauter. Ich hab dich bald eingeholt. Ja, tut mir leid. Außerdem ist unsere Folge eigentlich zu Ende. So, hab ich keinen Bock drauf. So. Also, falls du einen Kampf gerade beendet hast, dann lass den beendet. Nö, ich bin da nochmal beim Zubat, weil es mein Superschall einsetzen zu müssen. Achso, ja, ich bin gerade noch bei der einen Exorzistin. Ich würde danach dem Kampf den Part beenden, würde ich sagen. Könntet ihr mir aufhören, bitte immer die ganzen Zubats hier reinzuschicken? Ich gehe nochmal heilen in der Zeit, während du da zu Ende kämpfst. Ja. Dann sollte das klappen. Dann kann ich. Also bei dem guten Adam habt ihr jetzt schon das Grande Finale gegen das Knogger gesehen. Alter, Schande. Folgt das noch. Also nächste Folge ist bei mir dann deutlich interessanter. Das sieht so affig aus, ey. Golbert, so. Das sieht so affig aus. Ja. Tschüss, Golbert. Okay. So. Dann müsstest du es jetzt haben. Das will ich dir nie verzeihen. Und er haut ab. So Leute, also dann tschüss und denkt daran, wenn gefällt und so, ihr wisst schon, Daumen und Abo-Button und das nächste Mal könnt... Und so ein Quatsch. Genau, und sagt Peterpop mal, er soll mal ein bisschen mehr Kaffee trinken. Ein bisschen motiv... Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also ich bin total... Ja, du gehst... So voll du bist jetzt total... Hast in diesem Part hast du fast alleine schon 10-mal gegähnt. Hast du eine Strichliste geführt oder was? Ja, aber ich merke es ja die ganze Zeit. Ich höre es ja auch. Also denk daran immer. Wahrscheinlich wird, falls einer auf die Idee kommt, bei unserer Holding irgendwelche Statistiken zu machen, wie oft Pokémon steht oder wie viele Crits irgendwer gekriegt, dann führt auch eine Genstatistik genau. ein. So Leute, also wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao!